Für die Montage unserer Klemmjalousie brauchen Sie nur einen Bleistift und eine Schere. Befestigungsstecker und Drehknauf, Bediengriffe, Klemmhalter für Kunststofffenster sowie die vormontierten Spannschnurhalter finden Sie im Lieferumfang Ihrer Jalousie. Im ersten Schritt setzen Sie den Drehknauf auf die Mechanik an der oberen Bedienschiene auf. Sie befestigen ihn, indem Sie den Befestigungsstecker fest andrücken. Stecken Sie nun die Bediengriffe auf und beachten Sie dabei, dass die längere Seite von der Jalousie wegzeigt. Legen Sie die Jalousie am Fenster an und markieren Sie Ihre Position. Stecken Sie die Klemmhalter an den markierten Stellen mit einer Kippbewegung auf den Fensterflügel auf. Ziehen Sie vor der Montage die Spannschnüre aus der Transportsicherung. Die Spannschnurhalter werden seitlich in die Aussparungen an den Klemmhaltern geschoben. Wählen Sie dazu zunächst eine mittlere Position. Legen Sie dann die Jalousie auf den unteren Spannschnurhaltern ab, ziehen Sie die Spannschnüre straff nach oben und markieren Sie an ihnen die Position einer der mittigen Aussparungen an den Klemmhaltern. Positionieren Sie den Spannschnurhalter unterhalb der Markierung und verknoten Sie die Schnüre so, dass der Knoten auf der Markierung sitzt. Schon ist die Höhe der oberen Spannschuhhalter festgelegt und Sie können sie auf die Klemmhalter aufschieben. Entfernen Sie nun die Transportsicherungen von der Jalousie und schneiden Sie überstehende Schnurreste ab. Die Jalousie lässt sich nun einfach über die Bediengriffe am Fenster bewegen. Mit dem Drehknauf verstellen Sie die Neigung der Lamellen. Wir wünschen viel Freude an Ihrer neuen Jalousie.